Die Polizeidirektion Hannover hat kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend einen Notruf erhalten, dass es im Stadtteil Fahrenwald zu einer Auseinandersetzung gekommen sein soll. In der Halkettstraße haben die Einsatzkräfte dann eine schwer verletzte Frau vorgefunden, die hier im Bereich eines Fußwegs vor einem Mehrfamilienhaus lag. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ist die Frau noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Im Mehrfamilienhaus selbst ist dann noch eine schwer verletzte männliche Person aufgefunden worden. Auch diese wurde hier durch den Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Kriminaldauerdienst ist jetzt im Einsatz, um zum einen Spuren zu sichern, aber auch erste Zeugenvernehmungen durchzuführen, Nachbarn zu finden, die möglicherweise zielführende Hinweise geben können zu den Hintergründen der Tat, denn die sind aktuell noch völlig unklar. Ja, wir ermitteln jetzt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Wir müssen jetzt schauen, wer diese Verletzungen sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann verursacht hat. Die Hintergründe der Tat sind aktuell unklar. Auch ist unklar, in welche Beziehung die beiden Verletzten, beziehungsweise jetzt die verstorbene Frau, zu dem Mann stand. Auch das wird jetzt Gegenstand der Ermittlung sein.